Collembola. Die Collembola sind eine Gruppe der primär flügellosen Urinsekten, der Apterygota. Dazu gehören auch die Diplura und die Protura. Schauen wir uns nun einen Springschwanz näher an. Zur visuellen Wahrnehmung nutzen sie ursprüngliche Ommatidien. Ein Ommatidium bildet übrigens die Grundeinheit für ein Komplexauge, welches wir zum Beispiel bei den Dipteren oder Hymenopteren finden. Das Postantennalorgan liegt anterior davon, jedoch ist dessen Funktion noch nicht geklärt. Aber für die Bestimmung sollten Sie diese Begrifflichkeit kennen und anatomisch zuordnen können. Springschwänze haben nur ein Paar viergliedrige Antennen. Am dritten Glied sitzt das Antennalorgan, welches von Sinneskolben oder Stäbchen und umgebenden Geruchshaaren gebildet wird. Das Abdomen besteht grundsätzlich aus 6 Einzelsegmenten. Am ersten befindet sich der Ventraltubus. Dieser dient zur Atmung und Wasseraufnahme. Am dritten Segment befindet sich ein Halteapparat für die sogenannte Furca, das Retinaculum. Am vierten Segment sitzt dann die eigentliche Furca. Diese besteht aus Manubrium und einem Paar Dentis mit Mukronen. Zwischen Manubrium und Dentis befinden sich kutinisierte Zähne, die die Furca am Retinaculum unter Spannung verankern. Bei der Bestimmung der Collembola mit der gängigen Literatur sind die folgenden Strukturen besonders wichtig. Die Botryotrichen, die Analdornen, Außenlamellen an den Mukronen, Zähne mit Basal- und Innenzahn, die Schuppenform und Oberfläche sowie die Form und Farbe des Individuums.